Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wir gehen schlafen. Du wächst reifer, erfahrener, schläfriger. Somit sollten dir neue Übungen offenstehen. Du hast große Fortschritte gemacht, das verrät dir eine bräsige Aura. Möchtest du noch tiefere Tiefen ergründen und deine Übungen absolvieren? Oh, da gibt's aber einige neue. Oh nein, Gipfel der Titanen 2. Oh nein. Oh mein Gott. Wir müssen eigentlich noch die alten hier auch noch machen, ne? Die in der schnellen Zeit schaffen. Wir können es aber in Link verwandeln, ne? Oder müssen wir wirklich nur mit Sachen werfen? Ah, wir können es nicht verwandeln, okay. Shit. Na, am Arsch. Ich glaube, das war nicht schnell genug, oder? Ja. Na, noch bessere Zeiten. Ich habe eine Idee. Wir merken uns den jetzt, weil wir ihn gleich wieder neu machen da vorne. So, das war jetzt hoffentlich schneller genug. Ich glaube nicht, dass es noch viel schneller geht. 29,41 Sekunden, das nenne ich mal Sekundenschlaf. Du bist die größte Pennerin von allen. Was? Für die vorbildliche Durchführung der Übung hast du dir eine Belohnung verdient. Blumennektar mal 5. Wenn du noch zwei weitere Übungen absolvierst, gebe ich dir etwas ungeheuer Tolles. Ja, ja. Dafür müssen wir aber neue machen. Ich will erstmal die alten hier alle erledigen. Hier können wir aber, glaube ich, so Link werden, oder? Dann ist das alles viel einfacher. Da muss man mit dem Bogen schießen. Ja. Ja. Warum kann man die nicht töten? Okay. Kann man hier irgendwie rausgehen? Jetzt geht's auf einmal doch, wa? Da jetzt schon wieder vorbei. Wollen wir das abbrechen? Können wir das bitte abbrechen? Ja. Das war ja aber nichts. Das war ein Satz mit X, das war aber nichts.
Will? Ja, nochmal neu. Ich dachte, man kann die vielleicht runterschmeißen, aber geht nicht. Ja. Geht leider nicht. Ja, diese Herausforderungen sind echt ein bisschen nervig. Mit diesen kleinen Bugs immer zwischendurch. Das ist sicher nicht schnell genug. Ja. Na. Ah. Da. Okay. Das ist fies. Ja. Ja. Keine Ahnung, das reicht. Ja. Na. Ach, ich bin die größte Pennerin von allen. Das kommt neue Prüfung. Also, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Ja. Hm? Okay, vorbildliche Durchführung. Wahrscheinlich reicht das noch nicht für. Ah, ne, die Zeit ist wahrlich beeindruckend. Okay. Wunderbar. Oh.
Ein Schock im Dunkeln. Besiegt alle Gegner, die in der Dunkelheit lauern. Ja, wir haben ja einen Bogen, ne? Ja. Solange wir unsere Fähigkeiten haben, ist das kein Problem. Ja. Glaube ich zumindest. Easy. Hoffentlich war das schnell genug. Da, 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 da. Okay. Nice. Deine Schlaffähigkeiten haben sich gut entwickelt. Ja, deine lösige Aura verrät es überdeutlich. In Anerkennung dieser traumhaften Leistung hältst du wie versprochen etwas ganz, ganz Tolles und Besonderes. Du hast die zweite Meisterschrift erhalten. Der Energieverbrauch im Schwertkämpfermodus wird dadurch etwas mehr verringert. Wenn du noch 3 weitere Übungen absolvierst, gebe ich dir etwas ungeheuer Tolles und wirklich wahnsinnig Besonderes. Vielleicht sollten wir das sogar mal ausrüsten, ne, für die Kämpfe. Ohne Zugriff auf Items und Echos musst du geschickt nutzen, was du vor Ort findest, um die Gegner zu schlagen. Das ist immer das Schwierigste, finde ich. Die Lehrer Geistdinger sind echt immer übel. Ja. Wir merken uns das einfach, aber... Ich meine, wie ich ihn töte, ist klar. Ich schmeiß ihn einfach runter. Das gleiche mit ihm, wenn das geht. Oh mein Gott. Okay, wir müssen neu starten. Ja. Das war Müll. Ich glaube, wir müssen gar nichts auswählen, gar nichts merken uns. Wir müssen einfach nur das Schieben nutzen. Ja. Und bei dem wird es halt schwieriger, aber ich kann erstmal einen Block wegschieben. Ups. Sehr ungünstig. Das war jetzt überaus ungünstig. Ja, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Wir haben nichts, mit dem wir irgendwie... die besiegen können. Wir haben kein Feuer, kein gar nichts.
Aber wir sollen das irgendwie vermutlich in einer Minute schaffen oder so. Keine Ahnung. Alter, 1 Minute 45 ist das normale Ziel, aber wie soll das schwere Ziel funktionieren? Ich verstehe es nicht. Ich kann es auch besser ausführen, dann kommen wir auf die 1 Minute 45, aber wir kommen niemals unter die 1 Minute 45. Never. Im Traum nicht. Na, ob die Dinger irgendwie mächtig sind gegen die, aber ich glaube es fast nicht. Warum sollte eine Feuerschale gegen die mächtig sein? Okay, eine Feuerschale funktioniert. Offensichtlich besser als gedacht. Alles zerstört. Ich kann. Das ist noch ein Gegner, okay. Ich weiß offiziell nicht, wie man es schneller machen soll als das. Mit einem Fehler weniger, bist aber 5 Sekunden schneller. Ich finde es halt schade, dass man die Zeit nicht sehen kann, die man dafür braucht. Da wird sich ja wenigstens etwa, worauf ich mich vorbereiten kann. Zeittechnisch. Und eine Sache, die ich schneller machen kann, ist die hier. Nimm das Ding. Ich platziere das. Platziere das Ding. Und geh einfach weiter. Okay, wir müssen nochmal neu starten. Man darf den Gegner nicht verschieben, sonst funktioniert das nicht mehr. Sobald er einen gesehen hat, ist vorbei, ne? Ab dann ist vorbei. Okay. Ja. Warte, kann man nichts mehr machen. Man kann nichts mehr gegen ihn tun, er ist unsterblich dann. Weil wir können halt nichts machen. Wir können sich verwandeln und nichts. Wir haben nichts gegen ihn. Wir haben keine Mittel, gegen ihn zu kämpfen dann. Es gibt nichts, was wir tun können. Es gibt kein Feuerschleim, keine Feuer, Fledermaus, Weißer, gibt's nichts. Wenn er einen einmal sieht, ist vorbei. Ja. Außer man kickt ihn dann vielleicht irgendwie runter, aber das dauert dann halt zu lange.
Und dafür kann man dann hier das so machen, glaube ich, mit dem Platzieren das hier. Okay, das war ein bisschen scheiße. Aber wir schieben das vor uns her. Und schieben es an ihn ran. Oh nee. Ich dachte, er war schon tot. Ja. Das ist echt nervig. Ja. Ich sag ja, das sind die absolut nervigsten Prüfungen von allen, ne? Die leere Geistprüfung. Ja. Ja. Ich wollte das Finale gleich noch spielen, aber ich werde echt immer müde, ey. Aber nur einen Morgen-Stream zu machen für Finale, mache ich halt nicht. Das ist irgendwie blöd. Das ist dann eine Stunde und das war's dann. Das ist auch blöd, das ist blöder Stream. Wenn wir uns gerade auf ihn zubewegen, sieht er mich dann? Nee. Das reicht jetzt. Ja. Bin ich eine richtige Pennerin? Ja, ich bin die größte Pennerin von allen. Ich sehe gleich schon wieder eine leere Geist-Herausforderung. Ja. Danach nochmal drei. Und das wird das Schlimmste, ne? Letzten drei Bosse nochmal machen. Die waren alle relativ schwer, die Bosse. Zwei Minuten. Ja. Ja. Yeah. Merken. Ganz wichtig. Die will ich erstmal mitnehmen.
Nein, 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 friss mich doch nicht, bitte. Hör auf. Ich bin fast tot, das ist nicht lustig. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ja. Gleich ist 1 Minute 30 das Ziel. Das wäre super, wenn das wäre. Okay. Puh, okay. Puh. Oh, das Herzkleid, was uns noch fehlte. Das heißt, wir haben 20 Herzen. Wenn du noch 3 weitere Übungen absolvierst, gebe ich dir etwas ungeheuer Tolles und wirklich wahnsinnig Besonderes. Wir haben 20 Herzen, meine lieben Freunde. Wir haben es geschafft. Wir müssen trotzdem noch die letzten Übungen machen. Ich glaube, die beiden werden nicht so schwer. Danach, die wird schwer. Aber da müssen wir mit Items gucken. Wir müssen das mit Items irgendwie ausrüsten. Ja. Muss priorisieren. Die müssen zuerst weg. Danach die schießenden Gegner weg. Danach der Exalfos weg. Weil der springt rum. So, danach muss der weg. Oha. Hat er mich einfach gekillt. Ja. Wir halten ja fest, das ist das Schwere an der Prüfung. Gekillt zu werden, das... Es geht schnell. Deswegen. Schauen wir mal. Ja. Und dann noch 55 Sekunden, wir haben fast keine Zeit. So, wir haben aber eine andere Möglichkeit. Warum kann man eigentlich mit seinem Schild nichts machen? Wisst ihr, was ich meine? Man kann mit seinem Schild gar nicht blocken. Ja. Man kann mit seinem Schild überhaupt nicht blocken. Das geht gar nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Ja. Der ist ja dick einfach direkt weg. So schnell kann es gehen, wenn man sich eine Garde dazu holt, ne? Okay, der Dicke hatte keine Chance. 10 Sekunden, ey. Ich sag euch, wie es ist. Die letzte Prüfung wird hart. Die wird richtig hart. Ja. Aber wenn ich mir angucke, wie lange ich gebraucht habe für die Bosse in den Dungeons, zusammen sind das mehr als 10 Minuten gewesen. Let's go.
Oh nein. Sei schnell genug. Ja. Ja, okay. Nur noch die letzte Prüfung. Da sollten wir jetzt vielleicht mal gucken, dass wir die Ausrüstung ändern. Zutaten ist ja total irrelevant gerade für uns. Höher springen ist wichtig, schnelles Schwimmen brauchen wir auch nicht unbedingt, oder? Wir hatten keinen Schwimmboss, glaube ich. Die beiden kann ich zusammen ausrüsten übrigens. Gut, viel weniger Schaden wäre auch noch gut. Was ist Windschutz? Windschutz brauchen wir gerade nicht, dann machen wir viel weniger Schaden. Okay. Ich hab Angst. Ja. Ja. Es fängt direkt mit dem an. Wir können unsere Besitztümer einsetzen, das ist gut. Dabei. Volle Konzentration jetzt. Das ist gut für die Vorbereitung fürs Finale. Jetzt aber zu zeigen, was wir können. Nein, 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 fortsetzen. Ich würde nur gerne einen Trank nehmen. Dafür haben wir sie ja dabei. Nicht für diesen Kampf, das stimmt schon, aber wir können einfach neue machen, das ist kein Problem. Nee, jetzt nicht noch eine Phase. Wie lange ist der denn? Hat doppeltes Leben, oder? Letztes Mal war der schneller tot. Als ob der noch lebt! Ich muss noch zwei Bosse mehr danach töten, ne? Ja, das war's. Ich kann schon wieder neu starten eigentlich.
Der Herr Boss ging bestimmt eine Minute schneller. Vielleicht hätte ich wirklich mit dem Schwert zuschlagen müssen. Das war jetzt mein Fehler. Ich hätte mit dem Schwert schlagen müssen. Ich hätte rangehen müssen und schlagen müssen. Der Boss war relativ einfach, glaube ich. Aber der hat trotzdem Zeit gekostet. Das ist das Problem, der kostet ja trotzdem Zeit. Kostet leider trotzdem Zeit, der Boss. Oh, jetzt schon die Phase. Haben wir eine geskippt oder was? Hallo, warum geht das nicht an? So, geht doch. Wieder das. Könnt ihr das Auge mal anvisieren? Danke. Okay, das war schnell. Das war schnell, das war vergleichsweise schnell. Das ist der letzte Boss. Was war denn der letzte Boss? Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen, was war der letzte Boss? Ach, der Yeti, scheiße. Wie ging noch der Yeti? Moment, das war damals mit dem Helm, ne? Das war das mit dem Helm, genau. Das war das mit dem Helm. Wir müssen also die. Wir nutzen wieder die Pyromage. Die waren jetzt immer sehr, sehr gut. Erst Feuerpyromag, ja? Ja, das war's, das war's. Das war's. Wenn er auf einen zugeht und Bash macht, dann stelle ich den einfach hier neu wieder hin. Oh, komm, mach Bash. So. Okay, dritte Phase. Dann haben wir es geschafft, glaube ich. Danach gibt es keinen Boss mehr, oder? Komm schon. Nein, mach Feuer. Okay. Das ist der letzte.
Der besiegt 6 Minuten 13. Ob das reicht? Nicht geschafft? Bitte nicht nochmal die Blume, die war grauenvoll. Boah. Bitte sei schnell genug. Ja, nice, 100%. Das war's, Leute, wir haben 100% erreicht. Deine Schlaffähigkeiten haben sich gut entwickelt. Ja, deine dösige Aura verrät es überdeutlich. In einer Kino dieser traumhaften Leistung erhältst du dir wie versprochen etwas ganz, ganz Tolles und Besonderes. Du hast die letzte Meisterschrift erhalten. Der Energieverbrauch im Schwertkämpfermodus wird dadurch deutlich verringert. Somit hast du nun all meine Schlafprüfungen absolviert. Du hast einzigartige Fortschritte gemacht. Ich denke, du bist bereit für die allerletzte Übung. Nein! Du sollst dich gut dafür rüsten. Nur wer mit voller Schlafmütze bei der Sache ist, kann hier bestehen. Oh nein, es gibt nur eine allerletzte Prüfung. Ich dachte, das wäre die letzte gewesen. Oh nee, nein, nein. Eine vollständige Parade aller mächtigen Gegner. Ich glaube, ich nehme mein Let's Play um zu 99%. Ich wollte doch das Finale spielen. Und dann kommt das Spiel einfach so daher und sagt, dachte wohl, du spielst heute das Finale, wa? Hast aber die Rechnung ohne mich gemacht. Das ist das Letzte, was wir noch machen müssen, 100%. Das allerletzte. Das ist unfassbar. Das ist nur noch das. Kannst du keinem erzählen, ne? So, vielleicht werden wir die alle brauchen, ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt da rein. Das ist auch noch in diesem Part hier. Ihr merkt, ich bin echt schon ein bisschen müde und deppert, aber wir haben 4 Uhr morgens übrigens gerade. Das Team geht jetzt schon seit 11 Stunden. 11 Stunden. Echoes of Wisdom Stream. Alter Schwede. Letzte Prüfung, dann legen wir das hier nochmal ab und nehmen das mit dem hohen, starken Effekt nochmal dazu. Ich glaube, wir können aber auch noch das hier, warte mal. Aber das wirkt eh nicht, wir nehmen das hier, dann haben wir noch weniger Verbrauch. Ja. Moin, Nagini. Ah. Die letzte Prüfung, die zwischen uns und den 100% steht. Und natürlich dann das Ende noch spielen, aber... Wir sind live. Ja. Die schwerste Prüfung kommt jetzt. Ja, ich bin wach. Ich muss wach sein. Gerade jetzt muss ich wach sein. Ich muss jetzt sehr, sehr wach sein. Komm schon. Ich hasse es, dass er das macht. Der lässt das nicht angevisiert. Das ist so dumm, dass er das manchmal tut. So, auf den Kopf. Komm. Ah ja, raster aus. Oh, der kann das rausschlagen einfach, krass.
Zusammen draufhauen hilft vielleicht auch noch ein bisschen. Der erste Boss ist down, 39 Sekunden. Ich denke mal, 39 Sekunden ist eine gute Zeit für den ersten Boss. Ich erinnere mich aber nicht mal an alle Bosse gerade, ganz ehrlich. Das war auch, oh, der war Unterwasserboss, der war schlimm. Der war grauenvoll, der war richtig, richtig schlimm. Ich hasse ihn so sehr. Letztes Mal hat der so viel Zeit gekostet. Der kostet 3, ich könnte davon 2 casten. Die machen aber auch gut Schaden, ne? Also. Schaden ist kein Problem. Mist. Wir können es. Schaffen es. Easy peasy, komm. 1,36 für 2 Bosse. Let's go. Noch 4 Bosse, die kommen mindestens. Ach, der Boss. Oh, Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie ich den Boss schnell machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie man den schnell macht. Oh, was mache ich denn mit dem? Ich brauche auf jeden Fall Statuen, aber man muss auch zwischendurch irgendwie Schaden machen können mit dem, oder? Es kann nicht sein, dass man nur mit den Statuen Schaden machen kann. Vielleicht, wenn man schnell genug ran ist? Ja. Einfach schnell genug rangehen. Kommt jetzt wieder hier rüber und... die Phase, okay? Der macht einen Arschpatscher, komm. Wir haben noch genug Ausrüstungszeug da, um wieder aufzufüllen. Na down? 2 Minuten 33, okay. Für die ersten 3 Bosse. Letztes Mal haben wir 5 Minuten gebraucht für die Bosse. Diesmal 2 Minuten 33. Let's go, Alter. Meine Pumpe geht, ey. Wir müssen auch das schnell genug schaffen, ne? Das ist auch noch das Ding. Das ist der Weg zu den 100%. Oh nein, nicht der schon wieder. Aber diesmal versuchen wir es mit dem Schwert. Mit dem Schwert geht es bestimmt besser. Ich glaube, das Schwert macht deutlich mehr Schaden als der Bogen. Das klappt nicht von hier aus. Shit. Warum sind wir so weit weg von ihm? Das ist nicht fair. Geht er ins obere oder ins untere Loch? Ich glaube, er geht ins untere, ne? Oder geht er ins obere? Kommt oben raus. Er hat angetäuscht. Thank you.
Da können wir nicht mit dem Schwert schlagen. Der stand richtig. Nimmt er von oben. Dieser Schwert macht viel mehr Schaden. Der war so viel schneller gestunt mit dem Schwert. Der Boss braucht einfach lange, das ist leider so. Was soll man machen? Ich kann mir noch Hilfe besorgen, das wäre eine gute Idee gewesen. Bitte! Der verbraucht so viel Zeit, der Boss! Endlich! 5 Minuten, wir haben allein 3 Minuten bei denen gebraucht oder so. Wir haben nur noch 10 Minuten übrig für 2 Bosse. Davon ist einer der Yeti, der auch lange braucht. Der Boss geht relativ schnell. Down. Noch ein Boss, der Yeti. Okay. Eisphase.
Also Feuerphase. Ich muss Eis machen. Okay, letzte Phase. Erst Feuer. Ups, nicht falsche Taste. Eis. Und stirb. Nice. 8 Minuten, 1 Sekunde. Hoffentlich reicht das von der Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich hoffe, dass es nicht die Hälfte der Geschwindigkeit ist, die man braucht. Also die Hälfte der Zeit, nicht die Geschwindigkeit. Aber die Hälfte der Zeit, die man als Geschwindigkeit braucht. Ah nee, wir müssen doch noch gegen Ganon kämpfen. Okay. Ich hab nichts gesagt, Leute. Okay. Wie war das nochmal? Der Kampf ist lange her. Moment, ich nehme noch mal ganz kurz eine Hilfe dazu. Wir müssen immer Schaden machen. Was wird das Dix mit der Zeit? Mist. Mach nochmal. Dummer Arsch. Der macht uns die komplette Rechnung durch den Strich hier. Mit der Zeit. 10 Minuten, das ist zu wenig. Das wird nicht reichen, glaube ich. Kommt jetzt noch der andere Boss auch noch dazu? Oder ist es jetzt vorbei? Die kleinen Minibosse. Ende. Bitte. Lass das Ziel bei 12 Minuten oder so sein. Als Zeichen eines Erfolgs möchte ich dir dieses ehrwürdige und ungemein praktische Gewand überreichen.
Du hast das grüne Gewand erhalten. Zipfelmütze und Gürtel setzen bei diesem Outfit Akzente, erfüllen den Träger mit Mut. Ich muss sagen, deine Zeit ist wahrlich beeindruckend. Ja, wir haben sogar den Zeitbonus geschafft. Du bist eine vollständig ausgebildete Kampfschläferin. Ich kann dich nichts weiter lehren. Doch auch wenn du sämtliche Übungen gemeistert hast, bleibst du für immer meine Lieblingsschlafschülerin. Bäre uns ab und zu. Jetzt kann sie auch ein grünes Gewand tragen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir haben Zelda im grünen Gewand. Das ist doch super. Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Ah, wie schön. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part auf YouTube. Ne? Im Stream geht es jetzt gleich weiter, keine Sorge. Aber das Video ist vorbei und dann gehen wir ins Finale. Wir gehen ins absolute Finale. Wir gehen ins Ende des Spiels. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss und 100%. Yes.